Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt mit David. Hallo. Wir spielen heute Warzone. David hat sich da ein Konzept überlegt und die Regeln und alles weitere erzählt er jetzt. Also, das neue Format ist André vs. David. Also wir werden in verschiedenen Spielen gegeneinander antreten. In dieser ersten Folge, wie unschwer zu erkennen ist, Warzone. Und zwar wird das hier in der ersten Folge so ablaufen, dass jetzt wir jeder drei Runden Solo spielt und wir dann die Platzierungen zusammenzählen und der die niedrigste Summe herausbekommt, gewinnt und der Verlierer muss eine Bestrafung machen, die ist noch eine Überraschung. Wir werden uns im TS muten. Ah ja, genau, ja. Ich weiß nicht, ob du eine Taktik dir vorher überlegt hast, aber ich habe mir auf jeden Fall eine überlegt, die ich dir auf jeden Fall nicht sagen werde. Ja, dann würde ich sagen, dass wir uns muten, oder? Ja. Noch kurz, Kills, wenn Gleichstand ist, zählen die Kills, oder? Ja. Wenn das sein sollte. Ja, glaube ich jetzt nicht, aber dann können wir Kills dazu nehmen, ja. Okay. Also, das ist dann auch nicht so leicht, weil man sehr weit, also sehr auf einen niedrigen Platz kommen möchte, aber auch sehr viele Kills machen sollte. So, ja. Ja, im Notfall. Im Notfall, ja. Ich mute mich jetzt. Ja. Bis später. Ciao. Sound muted. So, wir sind alleine. Und ich bin mal gespannt, was André so für einen Scheiß macht. Ja. Bis später. Ciao. Ciao. Sound muted. So, meine Taktik wird sein, dass ich mit der MP7 und einer Sniper spiele und ein bisschen defensiver in die Runde gehe. Versuche so lang wie möglich zu überleben. Mein Ziel ist es auch, eine einstellige Platzierung zu haben, also 1 bis 9. 10 geht auch noch, also 10 ist auch noch gut. Aber das wäre mein Ziel. In jeder der Runden schlechtestens 10 zu sein. André ist nicht so zu schätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. In den Aufnahmen ist er zwar nicht so gut, wie erscheint. Bei mir auch. Hallo? Bei mir, Hutz, Eichern. Du bist deine Mate. Die ja, geht Alter, nicht. Alter, er fährt einfach perfekt in die... Ah ja, beim Shop. Ach, kauf mich schnell. Ja. In den Aufnahmen sieht man ja ihn meistens im Gulag echt abscheißen. Kommt halt drauf an, wie er gerade drauf ist. Also, wenn du merkst, André ist heute richtig konzentriert, dann kann er echt stark sein. Aber er kann auch echt unkonzentriert sein, so wie in den meisten Warzone-Videos. Ich bleibe auf Nahkampf, okay? Also, nicht mit Sniper, sondern eher näheren Kampf. Ja, mal gucken, was hier gibt. Wer welcher Platz ist und was André gerade für einen Scheiß redet. Wie ich André zutrauen kann, wird er wahrscheinlich nicht viel reden, weil alleine redet er nicht so viel. Merkt man ja auch in den Zusammenschnitten. Und ja. Ich würde sagen, wir gehen Query. Query ist in der Zone und ein richtig nicer Punkt. Warzone ist halt immer. Findet und stellt den Feind. Immer Luck.
deswegen kannst du in einem Best of 3 nicht sagen. Deswegen kannst du auch nicht sagen, ob du gut oder schlecht bist, weil du kannst es direkt. Okay. Du kannst jetzt direkt. Du kannst jetzt direkt von jemandem gejagt werden. Und das. Und er findet dich. Und das Spiel ist vorbei für dich. Ja, der geht bis da ganz hinten. Dann gehe ich auf dieses Haus. So. Ist hier in der Nähe irgendwo ein Shop? Nee. Da hinten beim Gegner, das ist blöd. Das ist richtig scheiße. Oder wie in dem Fall. Ich finde jemanden, den ich jetzt gleich umbringen werde. Natürlich kann es auch andersrum laufen. Warten wir jetzt nochmal. Ich glaube, ich nehme den Chance. Die Blumen. Ich glaube, ich hole ihn mir jetzt. So, der erste, den habe ich schon. Alter. Ich hab mich gerade so hart erschrocken. Junge, mit der Shotgun hat man gar keine Chance. Also, du hast gar keine Chance gegen diese Shotgun. Verdien dir deinen Weg hier raus, Soldat. Der Feind ist gebrochen, gut gemacht. Ein bereit Kill, machen für den nächsten Einsatz. Ich bin zu safe. Aber ich meine, was willst du gegen eine Shotgun tun? Ja, ich glaube, da kommen. Oder da kommt mein Gegner schon, oder? Ja, die sind schon gleich da. Ich vercamp mich oben. Werde ich mich vercampen, ist glaube ich besser. Nein. Nein. Ich hab's ja gesagt. Du kannst einen schlechten Start haben. Und dann hast du in den Best of 3 direkt verkackt. Du hast einfach instant. Du hast instant verschissen. Mit viel Glück. Das wäre anscheinend. Finden wir die Bruin oder so? Oh fuck. War absehbar. Hä? Junge. Er hatte die gleiche Waffe wie ich. Junge. Platz 57, ja. Wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe jetzt auf diesen Jägerposten da oben. Werde ich jetzt einfach campen. Es tut mir jetzt echt leid, dass ich campen muss, aber es geht einfach nicht anders. Oh, hier ist eine Kiste.
Jo. Kann man nehmen. Ich kann mir den Typen. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden. Taktik. Wir holen uns die Kiste. Und sterben. Diese Runde ging an den Feind, aber wir kommen wieder, um es zu Ende zu bringen. Verlass. Weiß nicht, soll ich noch mal mich nach Query trauen oder soll ich? A Query wäre halt sehr, sehr weit weg. Query, geht jemand? Oh ja, einer. Ich gehe mit einem anderen ein bisschen gerechnet. Das Primärziel lautet, alle Ziele zu eliminieren. Der will aufs gleiche Haus wie ich. Ja, dann dreh ich hier um. Muss ich trotzdem hier gehen. Ich geh halt einfach mal hier rüber. Ist das gleiche, oder? Jupp. Wie ich sehe, ist da oben noch einer. Okay. Also die Blume ist ja nicht schlecht, habe ich gehört, aber ich bleib mal bei dir. Jetzt habe ich 4000. Leck ich oder der? Entweder ist er oben oder unten, ich gehe mal nach unten. Ich bin am Ende. Wichser. Schon besser. Wichser. Schon besser. So. Diesmal hat mich keine Shotgun bekommen. Der hier gar nicht so interessanten Loot mitgehabt, so. Fuck. Erstmal loaded. Du erkennst deine Ausrüstungslieferung. Jetzt habe ich nicht alles drin und die ganze Maske. Jemand geholt. Ganz so aus.
Der campt dort in dieser scheiß Ecke. Junge. Du bist dran, Soldat. Zeig diesem Mistkerl, wo der Hammer hängt. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Zu dem Ende meiner zweiten Runde muss ich ganz kurz was loswerden. Und zwar, wie ihr gleich seht, verlasse ich die zweite Runde spontan, da ich spontan wohin musste, weswegen ich auch einfach da rumstehe und plötzlich die Runde verlasse. Und ist zwar ziemlich dumm, aber so ist leider meine zweite Runde geendet. Sind markiert und die Arbeit. Mal hier hin. Junge, wie viele Gegner sind denn hier bitte? Goddammit! Fuck, das kann nicht sein. Ah, nein. Das ist der Gulag. Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden. Aber wenn ich jetzt da rausgehe. Ja, das ist da. Ich weiß schon, wo ich. Ich gehe wieder runter. Kann man dann dahin? Okay. Ich gehe wieder runter. Wenigstens das habe ich bekommen. So, was spawn ich? Okay, da unten. Fuck. Okay. Feindliches Team verfolgt deine Position. Ich möchte in dieser Runde so gut wie möglich abschneiden, da die letzten zwei Runden, beziehungsweise die zweite, richtig scheiße war. Die erste war noch relativ okay. Komm, 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 bitte seh mich nicht da drüben. Hoffentlich sieht mich dieser Sniper nicht. Drohne. Bitte Aufklärung! Drohne erreicht Einsatzgebiet. Fuck. Ich habe aber jetzt noch Gulag. Ja, nice. Geiles Gewehr, halt echt. Echt geil.
Den nehme ich auch. Das Gas kommt. Echt peinlich, wenn ich jetzt gegen André verlieren würde, aber wie schon in der ersten Runde gesagt, in 3 Matches kannst du so Luck haben, kannst du Pech haben. Und mit viel Glück, mit viel Glück ist André scheiße gewesen und ich muss Bestrafung euch machen. Egal, das war die beste Runde von allen. Ich glaube, in den ersten 2 Runden war es ein sehr, sehr großer Fehler, dass ich Quarry gegangen bin. Gut, Andreas. Also, kannst mir denken. Lernt aus dieser Niederlage. Scheiße. Versagen ist ein weiser Lehrmeister. Ich glaube, wir haben uns zusammengefunden. Wir sind jetzt beide fertig. Und ja, jetzt gilt es nur herauszufinden, wer gewonnen hat. Wie ist es denn bei dir gelaufen? Ich muss gerade nochmal zusammenzählen. Also, die erste Runde war relativ... relativ okay. Es war sehr, erste Runde war jetzt nicht so gut, aber es war okay. Zweite Runde war komplett scheiße. Und die letzte Runde, die war richtig, richtig, richtig gut. Fuck. 1+ mit Sternchen. Scheiße. Okay. Welcher Platz warst du in der ersten Runde? 58. Wenn ich richtig geschaut habe. Ich war 57. Na, so, okay. Zweite Runde. 32. 101. Was? Dritte Runde. 87. 15. Oh fuck. Okay, was hast du jetzt für ein Endergebnis? Was ist dein Endergebnis? Ich würde einfach sagen, wir sagen es gleichzeitig, oder? Ja, warte, ja. Okay, passt. 3, 2, 1. 173. 173. Nein! Nein! Ja! Ich hab 177, scheiße! Ja. Ach, oh. Und ich hab mir noch gedacht, scheiße. Ich hab sowas von verschissen. Fuck. Bin sowas von geraged. Ja. Dann, ja, das Bestrafungsvideo folgt demnächst. Ja. Und die nächste Folge folgt auch demnächst. Mit einem anderen Spiel. Vielleicht sogar in Battle Royale Duo. Ja. Alleine. Duo-Modus, also wäre eine Idee. Aber wenn ihr Vorschläge habt, in welchem Spiel oder irgendwelche anderen Challenges, dann schreibt sie in die Kommentare. Ja, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Tschüss. My love, you say you wanna try, but you never do.